Werte Tempelfunker, heute kehren wir zurück in die 80er und 90er Jahre. Die goldene Ära des Tennissports in Deutschland. Mein heutiger Gast gewann an der Seite von Michael Stich und Boris Becker dreimal den Davis Cup, stand im Viertelfinale von Wimbledon, ist ein erfolgreicher Buchautor, Turnierdirektor, Podcaster und. Ich freue mich, dass er heute hier ist und ich sage Hallo, Patrick Kühn. Starten. Herr Martin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin gespannt auf unser Gespräch. Ich freue mich sehr. Ich mich auf jeden Fall auch. Und wie gesagt, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Das hat ja wirklich sehr kurzfristig geklappt und ist für mich natürlich ein Riesending, jemand aus der ganz, ganz großen deutschen Tennis-Ära der 80er und 90er hier bei mir im Podcast haben zu dürfen. Also nochmal herzlich willkommen. Ja, lass uns anfangen. Es gibt viel zu erzählen aus der Zeit von damals. Heute bin ich auch noch im Tennis involviert, also ich freue mich. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber hoffentlich genug. Open End. Ich habe ein langes Band hier reingesteckt. Wunderbar. Fangen wir ganz vorne an. Ich habe gesehen, du bist ja in Püttlingen im schönen Saarland geboren. Und das Saarland ist ja eigentlich mehr so bekannt für Fußball. 1. FC Saarbrücken, Borussia Neunkirchen etc. pp. Fiel es dir da leicht, dich für den Tennissport zu entscheiden? Oder war Fußball auch mal eine Option für dich? Du, ich habe tatsächlich damals mit Fußball begonnen, bei Nurlach Püttlingen damals. Und war, glaube ich, das haben meine Eltern mir erzählt, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also ich habe ganz gut Fußball gespielt, habe viele Tore gemacht und habe dann mit 9 relativ spät mit Tennis begonnen. Und am Anfang mit meinen Eltern und dann auch mit 9,5 schon die erste Trainerstunde, einmal die Woche Training bekommen. Und ich habe dann gut Fußball gespielt, gut Tennis gespielt. Dann ging es aufs Gymnasium irgendwann. Und dann kam so der Zeitpunkt, wo ich mich entscheiden musste, Fußball oder Tennis. Und dann wurde es Tennis, auch weil mir ein Fußballspieler einen kleinen Streich gespielt hat, der mir als junger Bub nicht geschmeckt hat. Okay, was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Also ich war damals, war ich in der F-Jugend und durfte mit der E-Jugend, glaube ich, mitfahren. Und ich hatte früher eine riesen Sockenmähne. Und da hat mir einer der älteren Jungs hat mir so einen riesen Kaugummi in die Haare reingedrückt. Mhm. Und junge Buben, bin aufgestanden, habe meine Tasche genommen, bin nach Hause gegangen, habe meinem Papa gesagt, das war's mit Fußball, ab jetzt spiele ich Tennis. Du bist auf jeden Fall ein konsequenter Typ. Du hast gerade gesagt, du hast mit 9 Jahren angefangen mit Tennis. Schon ziemlich spät, sagtest du. Was ist so das Alter, wann man anfangen sollte mit dem Tennis, ich glaube, wenn man eine große Karriere nehmen will? Es gibt kein goldenes Alter, in dem man anfangen sollte. Aber ich denke, in der Regel zwischen 5, 6, 7 Jahren fangen die meisten an. Und ich war mit 9 Jahren relativ spät. Ich war auch in der Tennisjugend erst mit 17 das erste Mal bei deutschen Jugendmeisterschaften, zum Beispiel auch beim Halbfinale. Also ich war sozusagen sowas wie ein Spätstarter. Aber war ja nicht so schlecht, aber Fußball war für mich, um nochmal auf Fußball zurückzukommen, um das rund zu machen, Fußball war meine erste Leidenschaft. Ja, und dann wurde es aber zum Glück der Tennissport. Und wann war denn so klar, dass das jetzt mehr werden könnte im Tennis? Also so jetzt, wo die Grenze erreicht war zwischen ich spiele mal gerne ein paar Mal die Woche und ich könnte halt mit Tennis auch mal Geld verdienen? So, ich bin ja mit 12 auf ein Sportinternat nach Kaiserslautern und habe dort dann eben Schule und Tennis sozusagen beides kombinieren können. War damals auch immer oben am Betzenberg. Das haben wir oft gemacht. Wir sind im Internat, einige Jungs immer wieder mal hinmarschiert zum Betzenberg. War dann über die Jahre auch echt großer Fan vom FC Kaiserslautern. Und im Alter von 17 bin ich dann auch inspiriert durch das, was ich im Fernsehen gesehen habe. Ich habe viel Borg gegen McEnroe geschaut. Ich habe World Team Cup früher geschaut. Und da ist bei mir so eine Leidenschaft auch entstanden, vor allem auch der Traum entstanden, durch die Wimbledon-Finals zwischen Borg und McEnroe gar nicht Profi zu werden, aber einmal auf dem Center Court in Wimbledon zu spielen. Das war so für mich das Ultimative. Und mit 17 bin ich dann nach Hause und habe zu meinem Vater gesagt, du, ich will Profi werden. Ich möchte das probieren. Und dann haben wir ein Gespräch gesucht mit einem Sportinternat. Und da das Internat ja für Sportler auch gemacht war, hatte ich die Chance dann von der Schule zu gehen für ein Jahr mit der Option, eben nach einem Jahr zurückzukommen, wenn es nicht läuft. Und in dem einen Jahr ist wirklich nicht viel gelaufen. Und ich bin dann zu meinem Dad und habe gesagt, du, ich möchte auf jeden Fall gerne weiterprobieren. Und da war mein Vater relativ schnell klar, dass
der Weg zurück in die Schule nicht ganz oben auf der Liste steht. Und wir hatten damals eine Bäckerei, Konditorei, alles drum und dran. Und mein Vater sagte zu mir, du kriegst noch ein Jahr, aber wenn es nicht läuft, dann haben wir hier ein tolles Familienunternehmen und dann kannst du ja bei uns auch einsteigen. Fair enough. Aber mein Vater war so schlau und hat mich in den Ferien öfter mal wach gemacht, morgens um 3, und hat mich damit in die Backstube sozusagen genommen, zum Helfen, zum Aushelfen. Das heißt, ich wusste auch noch, wie es sich anfühlt, wenn man morgens um 3 Uhr aufsteht und arbeiten geht. Aber ich sag mal, in diesem zweiten Jahr bin ich dann, und das ist echt eine witzige Geschichte, im zweiten Jahr bin ich dann so im Herbst nach Helsinki geflogen zum Turnier und mein Gepäck kam nicht an. Ich habe nur meine Schläger dabei, habe mir dann Klamotten geliehen, Klamotten gekauft und habe tatsächlich jeden Abend im Waschbecken meine Sachen gewaschen, über die Heizung gehängt und am nächsten Tag wieder angezogen, trainiert, Turnier gespielt. Und es ging dann von der Quali, 3 Runden Quali, ich glaube damals bis ins Halbfinale. Und das war so das erste Turnier, bei dem ich tatsächlich gemerkt habe, gespürt habe, aha, ich spiele da nicht nur mit, sondern ich kann da auch was gewinnen. Und dann war so ein bisschen das Eis auch gebrochen und von da an ging es so in kleinen, aber stetigen Schritten ging es dann nach oben. Wie muss ich mir das denn mit dem Internat vorstellen? Also du hast trainiert und also halber Tag Training und halber Tag Schule. Was war das Niveau dann halt? Gymnasium, Zielrichtung Abitur, ja? Es war wirklich eine super Sache. Das war damals auch gefördert, glaube ich, vom Bundesland Rheinland-Pfalz. Es waren viele Tennisspieler dort. Die ersten beiden Sportarten waren Tennis und Judo. Es war ein gefördertes Projekt und es war wirklich klasse, weil wir morgens Schule hatten. Also vor der Schule hatten wir oft Konditionstraining, sprich so von 6.15 Uhr bis 7 oder 7.15 Uhr Konditionstraining, Waldläufe etc. Dann hatten wir in der Mensa Frühstück und um 8 Uhr ging die Schule los bis, sag mal, Mittagszeit, 13 Uhr ungefähr, dann betreute Hausaufgaben auch und am Nachmittag war dann eben Tennistraining. Und abends teilweise in der Woche zweimal vielleicht noch Konditionstraining dazu. Also es war schon sehr intensiv, aber es war eine unglaublich gute Dynamik, weil wir auch Tennislehrer hatten, die auch Lehrer waren. Und insofern war das so eine unglaublich intensive Gemeinschaft, die wir alle dort hatten. Und zwar natürlich viele Jungs, die Tennis gespielt haben, ein paar Mädels, die Tennis gespielt haben und Judokas. Es war echt eine Sportatmosphäre. Es war ein bunter Mix, aber es hat eine tolle Dynamik gehabt damals. Lief das dann über Stipendium oder mussten deine Eltern das zahlen, das Internat? Ja, meine Eltern mussten es zahlen, aber es war eben auch mitgefördert. Insofern war es auch bezahlbar. Und ich war immer von montags bis freitags dort. Und entweder stand am Wochenende dann eben Turnier an oder es ging nach Hause zu meinen Eltern. Und du hast gerade das Turnier in Helsinki angesprochen. Wie läuft dann dieser Übergang, dass du zu so internationalen Turnieren fährst? Hast du Sponsoren gehabt oder musste da die Familie dich dann auch noch bei unterstützen? Oder warst du denn schon so gut, dass der ein oder andere gesagt hat, komm, ich sponsor dir das mal? Nee, ich war da überhaupt noch gar nicht so gut. Ich hatte damals bei den ersten Reisen haben meine Eltern mich unterstützt. Und ich muss jetzt rechnen, ich glaube, das war so 85 müsste das gewesen sein ungefähr. Und da ging das alles durch die Unterstützung von zu Hause. Und glaube ich, hatte auch so ein bisschen finanzielle Grundlage auch durch den Verein, dort, wo ich gespielt habe. Aber es waren die absoluten Anfänge. Ne? Also ganz klassisch Flug gekauft, Helsinki und dann ins Spielerhotel und die ganzen Kosten auch selbst getragen. Es war wirklich so der erste Durchbruch. Davor waren natürlich viele andere kleine Turniere, die ich gespielt habe. Also Mini-Turniere sozusagen. Damals gab es ja noch Satellites, die gibt es gar nicht mehr heute, wo du die kleinsten Turniere gespielt hast, zusammen dann mit anderen Spielern, zum Beispiel in Dreier- oder Viererzimmern übernachtet, um eben Kosten zu sparen, ganz einfach auch. Ne? So, und es war aber auch damals, was mir immer schon gefallen hat, es waren dann viele deutsche Spieler unterwegs. Du hast natürlich internationale Spieler kennengelernt und es war irgendwie auch immer schon ein Wanderzirkus, ist ja heute auch noch, aber es war irgendwie eine ganz aufregende Zeit und es war auch mein Traum, das zu machen und ich bin halt extrem dankbar, dass meine Eltern mir das auch ermöglicht haben, den Mitteln, die es damals gab und es war schon auch nicht so einfach. Und als dann die ersten Erfolge kamen und später, dann wurde es ein bisschen einfacher, klar, aber du investierst ja gerade am Anfang extrem viel auch in dich selbst. Und
Ja, das war eine sehr spannende Zeit, wenn man so überlegt, Mitte 80er ungefähr. Ja, finde ich toll. Ne? Also was du erzählst, dass klar, deine Eltern an dich geglaubt haben. Ich meine, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, ja, auch wenn es das eigene Kind ist. Und dann, ich sage jetzt einfach mal, tief in die Tasche gegriffen haben, um diesen Traum zu ermöglichen. Ich glaube, das ist auch so eine Inspiration für andere Eltern. Ne? Also mein Sohn ist 2,5. Ja, also wenn man sein Kind fördern will, ist das eine tolle Sache. Ne? Und wenn man jetzt merkt, das Kind, du in dem Fall, nimmst das jetzt an und gehst deinen Weg. Ich glaube, das ist auch für deine Eltern, glaube ich, eine ja, ganz tolle Erfolgsgeschichte einfach. Ja, es war also wirklich, es haben auch viele damals gesagt, auch zu meinem Dad, ja, Profi, der träumt vom warmen Eislutschern oder so ungefähr, das wird sowieso nichts. Es gibt ja dann nicht nur Unterstützer, sondern auch die Miesmacher. Die kritisch sehen, ja. Genau, richtig. So, mein Vater hat immer gesagt, nee, lass meinen Jungen mal machen, der weiß schon, wohin will, so ungefähr. Und mein Vater, meine Eltern haben immer unterstützt, aber sehr, wie soll ich sagen, haben das sehr gut beobachtet, aber haben sich nie in den Vordergrund gestellt oder auch aufgedrängt, sondern auch die Trainer immer Trainer sein lassen und die Trainer auch, sage ich mal, arbeiten lassen mit mir und mich auch arbeiten lassen. Es gab dann sicher auch Momente, an die ich mich erinnere, wenn ich mal am Platz ein bisschen ausgerastet bin, wo mein Vater dann schon da war und mir auch gezeigt hat, dass es hier auch um Werte und um Haltung und Benehmen auch geht, dass das auch wichtig ist im Leben. Aber insgesamt war es eine tolle Reise und es gibt, also rund, ganz rund wird die Geschichte tatsächlich viele, viele Jahre später, nämlich 1993, als wir dann Davis Cup Finale gespielt haben. Da hat sich dann für mich auch emotional der Kreis geschlossen. Ich habe dann damals, nachdem es 1-1 stand, nach den beiden Einzelnen am Freitag, samstags mit Michael Schich Doppel gespielt. In Düsseldorf in der Messehalle gegen Woodford Woodbridge und es waren Doppel war natürlich dann auch mit wegweisend. Und wir haben es geschafft, wir haben das Match gewonnen. Und ich weiß noch, Matchball, Michael spielt Surfen Volley, spielt einen langen Volley zu Todd Woodbridge. Der spielt eine Vorhand Vollbrett durch die Mitte, die bleibt an der Netzkante hängen. Wir gewinnen das Doppel. Jubel, Shake Hands, ich umarme Michael. Und dann haben wir Shake Hands mit den Gegnern. Und ich wusste immer, wo mein Vater sitzt, auch im großen Stadion. Mein Vater musste nur einmal husten, da wusste ich schon genau, wo er sitzt. Und hier, da hatten wir auch Blickkontakt. Und nach dem Matchball hatten wir kurz Blickkontakt. Für einen Moment Blickkontakt. Und für mich war es gefühlt so, dass wir uns kurz angeschaut haben, und ich kriege heute noch Gänsehaut, wo ich das Gefühl hatte, wir beide wussten in dem Moment, es hat sich alles gelohnt. Ja, klasse. Also da kann man auch nur Gänsehaut kriegen. Das ist ein toller Moment. Geschichte. Ja, klar. Ich meine, gerade Davis Cup, ich habe es ja auch gesehen und auch nochmal recherchiert, wie du es gerade angesprochen hast, mit Michael Stich, späteren Wimbledon-Sieger, beziehungsweise damals hat er ja Wimbledon schon gewonnen gehabt, dann einen wichtigen Punkt für das Team geholt. Du warst ja immer auch ein toller Mannschaftsspieler, Teamspieler. Kommen wir nachher nochmal dazu. Wir haben ja auch jüngere Zuschauer hier und deswegen muss ich vielleicht jetzt gerade mal ein bisschen ausholen, weil zu deiner Zeit, also beziehungsweise bis 2011, gab es ja noch die Wehrpflicht in Deutschland und die grätschte dir in deine, so nenne ich es jetzt mal, in deine sportliche Entwicklung ein wenig hinein. Du musstest ja den Wehrdienst absolvieren. Wie lange war die Zeit damals? Ich glaube 18 Monate noch, ne? Zu deiner Zeit? Ich war tatsächlich ein bisschen kürzer. Bisschen kürzer dort. Ich bin noch ein bisschen später auch einberufen worden, hatte dann in einer Sportkompanie in Bexbach im Saarland praktisch meine Bundeswehrzeit und muss sagen, dass ich sehr von der Zeit auch profitiert habe. Also es war schon auch, ich würde mal sagen, Bundeswehrzeit eine besondere Zeit. Das frühe Aufstehen, Disziplin, alles was dazu gehört. Aber ich muss sagen, dass mir das wirklich auch viel gebracht hat, für meine Zeit nach der Bundeswehr, im Umgang mit Kameraden, Disziplin, wie wichtig es auch ist, die Disziplin einzubehalten, Ordnung zu haben, für gewisse Werte auch einzustehen, Haltung zu haben zu gewissen Themen. Also die Bundeswehrzeit, die war für mich nicht so lange, das möchte ich vorausschicken, aber hat mir sehr, sehr viel gebracht und ich habe viele, viele tolle Momente dort auch erlebt. Nenn uns mal vielleicht einen Moment. Ja, ich hatte damals auch, weil ich ja damals schon Führerschein auch hatte, war ich immer so, waren so meine Zimmerkameraden sozusagen, wenn ich da mal abends irgendwo hinfahren konnte, zum Essen zum Beispiel, da war es auch so natürlich immer voll, weil alle mitfahren wollten. Wir hatten da immer eine tolle Zeit, wir hatten nicht so viel
nicht so viel Zeit, aber haben die Zeit natürlich bestmöglich genutzt. Und wenn ich mal zum Beispiel ein bisschen weg war, dann haben die für mich was übernommen. Und ich habe zum Beispiel auch dann den Jungs Beispiel Tennis oder so auch mal ein bisschen Tennis näher bringen können. Aber es war einfach von der Gemeinschaft her, von der Kameradschaft her, war es wirklich toll. Also wir hatten dann auch einen tollen Ausbilder, der auch tennisbegeistert war, den ich damals auch dann natürlich fragen musste wegen Turnieren. Und es gab, kann ich kurz erzählen, ja, ein Turnier in Queens, was ich gespielt habe. Vorbereitung für Wimbledon. Bundeswehr war Vorbereitung für Wimbledon. Ich habe damals in Queens, wenn ich mich recht erinnere, gegen Ivan Lendl gewonnen in dem Jahr. Und wir hatten dann einen Tag der offenen Tür in der Kaserne. Und da war es wichtig, dass ich dort war. Das heißt, ich bin zwischen Queens und Wimbledon in die Kaserne. Wir hatten einen Tag der offenen Tür und dann durfte ich aber auch wieder nach Wimbledon spielen. Aber ich habe, also wenn wir heute über Bundeswehrzeit reden, denke ich gerne an die Zeit zurück, muss ich sagen. Was war das für dich für so ein Gefühl? Also vielleicht, wenn du dich noch dran erinnern kannst, du besiegst Ivan Lendl und am nächsten Tag stehst du bei der Bundeswehr beim Tag der offenen Tür. Sind das nicht zwei Paralleluniversen? Ja, aber gar nicht so schlecht, denn es ist auch wichtig, bei großen Erfolgen auf dem Boden zu bleiben. Diese Reise zurück zur Bundeswehr, weiß ich noch, gegen Ivan Lendl zu gewinnen, war damals schon groß. Ich hatte vorher schon ein paar Mal gegen ihn gespielt und noch nie gewinnen können. Dort auf Rasen das erste Mal und natürlich war der Fokus dann direkt wieder bei der Bundeswehr und es hat mich eigentlich unglaublich schnell geerdet. Ne? Du bist wieder auf den Boden zurückgenommen und dieses Break quasi zwischen Queens und Wimbledon war gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, also es war nicht verhandelbar und nicht besprechbar. Ich musste da sein und das habe ich dann natürlich auch gemacht. Wie war dann dein erster Auftritt in Wimbledon? Also so dieses Gefühl, das erste Mal dabei sein zu können, zu dürfen? Also Wimbledon war für mich und ist heute noch einfach ein Traum, dort zu spielen. Mein erstes Jahr in Wimbledon war eine lehrreiche Erfahrung. Ich habe dann dort... Welches Jahr war das, Patrick? Ich glaube, es war 86. Und damals hat es die ersten drei Tage geregnet. Also Montag war ich früh angesetzt. Musste den ganzen Tag auf der Anlage bleiben. Und wenn man Wimbledon ein bisschen kennt, weiß man, dass wenn 128 Herren, Damen, Damendoppel, Herrendoppel, Mixed, ganz viele Spieler dort sind, es gibt nicht viele Räume, in denen man sich zurückziehen kann, Ruhe findet, auch auf der Anlage. Es hat Montag geregnet, Dienstag geregnet und ich war eigentlich Mittwoch schon weich gekocht, weil ich so viel auf der Anlage rumgehangen bin und aufs Match warten musste, dass ich Mittwoch einfach katastrophal gespielt habe, die erste Runde verloren habe. Und auch dann erst das gemacht habe in den Folgejahren, was viele Spielerinnen und Spieler ja seit Jahren machen, nämlich schauen, dass sie in Wimbledon wohnen und nicht immer die Reise antreten, zurück nach London, ja, und wieder auf die Anlage raus, weil das ist immer, sag ich mal, one way, würde ich sagen, ist 45 Minuten, das kostet viel Zeit und du hast eben dann auf der Anlage keinen Rückzugsort für dich, wo du dich mal ein bisschen sammeln kannst oder mal zurückziehen kannst. Und das ist beim großen Turnier, ist das schon, raubt schon Kräfte auch. Also demnach war das erste Jahr lehrreich, aber es gab ja noch ein paar gute Momente in Wimbledon im Jahr danach und tolles Turnier, ist überragend. Wenn ich bei euch auf Sky auch immer die Wimbledon-Übertragung mit viel Interesse verfolge, ihr gerade in den ersten Runden sieht man ja auch viele Matches dann so auf den Außenplätzen. Und für mich ist das natürlich immer so ein ganz anderes Tennis, oder das musst du gleich mal beschreiben. Also wenn du siehst, spielt jemand auf dem Center Court, die großen Nummern, sage ich jetzt mal, oder auf Platz 1, alle sitzen, alles ist schön ruhig, ja, die können da ihr Spiel aufziehen und wenn du auf die Außenplätze guckst, da ist ja immer ein Gemurmel, ein Getummel und die Leute sind ja am Hin- und Hergehen. Was ist das dann für dich als Spieler? Ich meine, das fordert doch einen unheimlichen Aufwand an Konzentration, um da fokussiert zu bleiben. Anders als jetzt im Center Court, also, hast du zwar 15.000 Zuschauer, ja, aber ja, die sind ja, wenn es drauf ankommt, alle ruhig. Also es ist erstmal natürlich für jeden Spieler, Spielerin ist natürlich anders. Aber für mich war damals das auf den Außenplätzen spielen ein etwas mehr Gewohnheit. Also ich war diesen Umstand, dass viele Zuschauer außen rumspazieren, die Atmosphäre war ich natürlich mehr gewohnt, als am Center Court zu spielen. Ich habe eigentlich in meiner Karriere nur einmal am Center Court gespielt in Wimbledon. Das war auch wiederum gegen Ivan Lendl. Ich glaube, es könnte sogar das gleiche Jahr gewesen sein. Und
Dort ist für mich mein Traum wahr geworden. Wenn man zurückgeht in unser Gespräch jetzt, damals als Kind, der Traum, einmal am Center Court zu spielen, das ist dort wahr geworden. Und ich bin tatsächlich, das weiß ich noch, auf den Center Court draufgegangen und war wie so ein Kind im Schokoladenladen. Das war für mich absolut überwältigend, dort auf dem Platz zu stehen. Das erste Mal in meinem Leben. Und demnach ging auch ratzfatz der erste Satz verloren. 1-6 nach gefühlt 20 Minuten. Und ich weiß noch wie heute, dass diese Stille, man sagt so schön, man konnte die Stille hören. Diese Stille am Center Court in Wimbledon, die gibt es nirgendwo anders auf keinem Platz dieser Welt. Du stehst quasi als Spieler beim Aufschlag, bereitest dich für einen Aufschlag vor, du lässt die Bälle 2-3 Mal aufticken, um dann zu servieren. Und dieses Ball aufticken, ich weiß noch, dass ich das Gefühl hatte, ich sehe mich von außen in Zeitlupe, in Aktion, sehr befremdliches, merkwürdiges Gefühl, was ich so noch nie vorher hatte. Und war ein bisschen wie so ein Zuschauer in meinem eigenen Film. Und nach dem ersten Satz, hat wirklich einen Satz gebraucht, um anzukommen auf diesem Platz. Nach dem ersten Satz habe ich dann auch okay gespielt. Hat dann, glaube ich, 1-6, 6-7, 6-7, 2 knappe Tiebreaks auch verloren. Aber dieses, ich weiß, unvergessen ist für mich diese Stille am Center Court, vollgepackter Center Court, und du kannst kurz bevor du servierst, eine Stecknadel fallen hören. Und das war für mich absolut ungewohnt. Deshalb war sogar das Außenspielen für mich deutlich einfacher, als am Center Court zu spielen. Du hast ja deinen größten sportlichen Erfolg in Wimbledon nicht auf dem Center Court gefeiert, sondern das war, glaube ich, Platz 2, der sogenannte Friedhof der Stars. Genau. Achtelfinale 1988 gegen einen der besten Tennisspieler aller Zeiten, Jimmy Connors. Glaube ich, 8 Grand Slam-Titel hat er geholt in seiner Karriere. Wie war das damals, auf Platz 2 zu kommen gegen Jimmy Connors? Ich glaube, es ist ja auch so, ihr müsst euch die Kabine da teilen in Wimbledon. Damals war es tatsächlich, normal schon, aber es gibt in Wimbledon damals gab es 2 Kabinen. Es gab die Kabine für die etwas Besseren und es gab die Kabine für die anderen. So, ich war in der Kabine für die anderen. Connors war logischerweise in der Kabine der etwas Besseren. Die ist unter dem Center Court. Meine damals war tatsächlich unter Platz 2. Der Platz 2 ist ja heute auch anders. Also wir reden hier über den nicht mehr vorhandenen Platz 2. Und es war damals so, ich habe die Auslosung gesehen, ich habe echt ganz gut gespielt in dem Jahr und sehe dann, okay, jetzt gegen Jimmy Connors und wartete auf die Spielansetzung. Also auf welchem Platz und wann bin ich dran? Und habe dann gesehen, ich bin angesetzt auf Platz 2. Und in dem Moment, in dem ich es gesehen habe, dachte ich mir, boah, das packe ich. Weil ich eben auch schon so irgendwie konditioniert war, durch viele Matches, die ich vorher gesehen habe oder natürlich die Story auch kannte, auf dem Friedhof der Stars, dort gewinnen auch die Underdogs öfter gegen die Topstars als auf den großen Plätzen außer dem Center Court. Also bei mir ist sofort der Glaube entstanden und der hat sich auch manifestiert, dass ich dort auf diesem Platz es gewinnen kann. Und es war ein Match über 2 Tage. Wir haben angefangen. Ich habe dann den ersten Satz, glaube ich, 5-7 verloren, den zweiten 7-6 gewonnen und dann hatten wir Tiebreak. Regenunterbrechung. Ne? 6-2, genau. Und es begann zu regnen. Ich wusste noch, ich stelle mich zum Return und die haben damals den Schiedsrichter mit Stuhl quasi vom Platz gerollt, direkt die Plane drüber. Wir mussten noch schauen, dass wir nicht unter der Plane verschwinden, Connors und ich, und sind dann in die Umkleiden und es wurde am nächsten Tag weitergespielt. Ich hatte eine total unruhige Nacht, weil ich natürlich jeden Ballwechsel irgendwie dann schon mir ausgedacht habe. Gedacht, Mensch, der Tiebreak ist vorentscheidend, wie spiele ich den Tiebreak? Und habe mich am nächsten Tag kurz vor Match eingespielt, weil ich eigentlich sofort ready sein wollte für den ersten Punkt. Also ich wollte schon angeschwitzt auf Platz gehen, quasi einspielen, nur ein frisches Hemd anziehen und sofort loslegen. Und sah, dass Connors ganz trocken war, also nicht angeschwitzt oder so. Und das hat mir schon so einen kleinen Kick auch gegeben. Den Tiebreak dann gewonnen, 2-1 Satzführung. Und dann hatte ich 6-5 im vierten, Aufschlag Connors 15-40, 2 Matchbälle. Und dann hat der Kopf Hallo gesagt. Und die Nervosität hat mich gepackt. Habe die 2 Matchbälle kläglich vergeben. Und auch den vierten Satz dann verloren. Und dann stand es im fünften 3-3. Und ab dann, muss ich sagen, habe ich zum Glück gespielt wie im Flow. Den Begriff kennt man ja. Und habe eigentlich nicht mehr gedacht, sondern habe nur noch gespielt, in Anführungszeichen, im eigentlich perfekten Zustand.
und habe mir danach im Fernsehen erst den Matchball angeschaut, weil ich auch gar nicht wusste, wie ich den Matchball verwandelt habe. Und das war letztendlich dann auch Auslöser, warum ich überhaupt gewinnen konnte, weil ich nicht störende Gedanken oder was ist wenn im Kopf hatte, sondern gespielt habe. Und ich wusste noch nach dem Match, ich war relativ schnell weg vom Platz, saß ich in der Umkleide und mir ist übel geworden. Und ich bin erstmal so eine Stunde in der Umkleide sitzen geblieben und habe echt Zeit gebraucht, um das so ein bisschen setzen zu lassen und dann auch nach einer langen, langen Dusche einigermaßen okay zur Pressekonferenz zu gehen. Ja, das war ein sehr besonderes Match. Hast du dich da mit dem Connors mal kurz austauschen können? Also ich meine, du hast ja vorhin gesagt, ihr hattet zwei unterschiedliche Umkleiden, kamt jetzt beide auf den Platz, wechselt man da kurz ein paar Worte, gibt es da Blickkontakt, auch bei den Pausen, bei der Regenunterbrechung, gab es da noch irgendwie ein, zwei Sätze? Nichts. Also ich war in meiner Welt, ich glaube, er war auch für sich fokussiert. Es gab natürlich Blickkontakte, auch über das ganze Match, ja. Aber die waren jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, man muss jetzt miteinander sprechen oder sich unterhalten. Ja, man hat nach einem guten Ball mal rübergeschaut, ne, hast gemerkt, der war schon ganz gut. So, das ist ein Tennis ja normal. Aber wir waren beide sehr, sehr, sehr fokussiert und sehr konzentriert, jeder für sich. Gab es damals schon irgendwie die große Thematik Sportpsychologie? Weil so wie du es ja auch gerade geschildert hast, merkt man ja, wie wichtig die Psyche ist. Ja, also vorhin die Stille auf dem Center Court, dann in der Umkleide, dieses, wo du sagtest, dir wird dann schlecht, ob des großen Erfolges in dem Moment, ich denke einfach mal, der Moment hat dich einfach übermannt. Mhm. Sicherlich gab es da irgendjemanden, der dich da betreut hat, psychisch oder an deiner Seite war, dich unterstützt hat oder warst du da auf dich allein gestellt? Also ich habe schon auch früher mal mit einer Sportpsychologin auch gearbeitet, mit einer US-Amerikanerin, die auch mit Ivan Lendl viel gearbeitet hat. Hatte ich zweimal eine Chance, so 3 Wochen mit ihr zu arbeiten, was mir sehr viel gebracht hat. Aber es war sicherlich nicht so bei mir, dass ich, so wie heute zum Beispiel bei Turnieren, jemand dabei hatte, der mich durchweg bei den Turnieren betreut hat oder mir geholfen hat, mit gewissen Situationen umzugehen. Das war bei mir nie der Fall. In dem Stil, sondern es ging bei mir darum, einen Coach dabei zu haben. Früher war es wirklich so, dass Spieler, wenn jemand dabei war, war es meist der Coach. Heute haben die Spieler, sage ich mal, Physiotherapeuten, eigene Physiotherapeuten, die ein oder andere Mentaltrainer, dann auch natürlich einen Coach dabei. Also das Team ist heute deutlich größer, vor allem bei den Topspielern als damals. Damals war Coach eigentlich so. Aber in Wimbledon damals, da war mein Vater dabei. Da hatte ich keinen Coach dabei, sondern mein Vater war dabei. Also nur dein Vater. Sonst, genau. Also ihr zu zweit und genau. Das war's dann. Ist dein Vater zu zweit. Ja, genau. Ist dein Vater dann so in der Tennismaterie drin? Also konnte er gar nicht? Nee, also, eigentlich gar nicht. Nee. Ich habe damals mit Erik Gehlen Doppel gespielt. Wir haben auch ganz gut Doppel gespielt in dem Jahr. Wir haben viel zusammen trainiert, alles drum und dran. Aber ich hatte jetzt dort bei dem Turnier keinen Coach dabei. Mein Dad war dabei und wir hatten eine tolle Zeit und hat super funktioniert. Ja, jetzt warst du irgendwann fertig mit Duschen und hast dann die Auslosung gesehen, sicherlich nicht direkt danach, aber es war dann der nächste Gegner im Viertelfinale, einer der besten oder ich sage jetzt mal eigentlich der beste Tennisspieler zu der damaligen Zeit, gerade in der Ära 88 bis 90, war er dreimal hintereinander ja im Finale, Stefan Edberg, der Schwede. Mhm. Wie bist du da rangegangen nach der Auslosung? Hast du dir gedacht, den mach ich jetzt auch weg oder? Erstmal habe ich gehofft, dass ich am Center Court spiele, gegen Edberg, Viertelfinale. War Platz 1. Das hat nicht geklappt, es war Platz 1, genau. Und ich wusste natürlich, boah, Stefan Edberg ist einer der Top-Favoriten auf dem Titel, genau wie Boris damals ja auch. Und tauscht man sich da durfte, aus, Patrick? Ja, genau. Ich durfte damals dann nach dem Sieg gegen Connors, durfte ich ja in die 1er Umkleide sozusagen. So, das heißt, ich war in dem Jahr, ich glaube, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, wer alles Viertelfinale war. Aber ich glaube, Boris, Cash, McEnroe, kann Edberg, nee. Edberg, ja. Weiß nicht, ob Wieland da im Viertelfinale war, vielleicht noch Zivinovic damals. Also es waren natürlich so die acht Viertelfinalisten, die waren in der Umkleide. So, und ich jetzt neu dazu, ich war so der Überraschungs-Viertelfinalist, wenn man so will. Und es war für mich schon, ja, hier bin ich wirklich bei den großen Jungs. Ich will aber nicht sagen, dass es bedrückend war. Es war schon auch, ich sag mal, auf Englisch sagt man impressive. Es war schon echt beeindruckend auch, dort zu sein. Und
Boris kam dann noch zu mir vor dem Match und hat gemeint, du, wenn du gegen Edberg spielst, ne, pass auf das und das ein bisschen auf und so und viel Glück und ne, 2-3 Tipps und so, gut gemeint, alles drum und dran. Aber ich war natürlich schon in meiner Welt so kurz vorm Match. Bin dann raus und also ich muss sagen, Edberg hat schon unfassbar gut gespielt an dem Tag. Ich hatte Satzball im vierten, also stand 1-2 Sätze, Satzball im vierten für Satzausgleich. Und ich weiß noch, wie heute Edberg macht seinen Kickaufschlag. Ich wusste schon, dass der Kick kommt so ungefähr, aber er macht diesen Kickaufschlag. Ich habe auch wirklich ganz gut retourniert, aber ich habe dann, er hat den abvoliert, keine Chance, diesen Satz zu gewinnen. Und dann 4 verloren und unterm Strich war an dem Tag auch deutlich besser als ich. Und war leider die Reise schon zu Ende. Sehr schade damals, aber Edberg, ich glaube, er hat sogar 88 damals auch, glaube ich, gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. 88 hat er gewonnen, 89 ja. Boris und 90 hat er auch wieder genau. gewonnen. Ja, genau. Ja. Genau. Ja gut, was heißt Reise war schon zu Ende. Viertelfinale Grand Slam Turnier Wimbledon. Und? Ja, war super, aber wenn du in so einem Flow bist, wenn du in so sagen wir, vielleicht die Form deines Lebens hast, dann ist irgendwie, wenn es vorbei ist, ist dann auch so wie eine Seifenblase. Ne? Ist dann, wie Stecker ziehen. Peng, dann ist das vorbei. Und das ist ja, das ist dann so schnell vorbei. Ne? Mit einem Moment vorbei. Game Set Match Edberg, Ende. So. Und trotzdem ist heute natürlich viele, viele Jahre danach die Erinnerung immer noch super schön. Und es war einfach ein überragendes Jahr, ne? Mit ein bisschen Abstand betrachtet, super. Auch, dass ich gegen Connors auf dem Platz spielen konnte. Ich habe noch so ein paar Videosequenzen von dem Match, die habe ich mir ein paar Jahre später mal besorgt tatsächlich. Und wenn man da so heute reinschaut, also Sky hat das, glaube ich, mal letztes Jahr oder dieses Jahr auch mal kurz gezeigt, während unserer Wimbledon-Übertragung, wenn du da reinschaust heute, also die Rasenplätze sind ja heute deutlich, deutlich besser als damals. Aber du weißt auch, wenn du die Bilder von früher siehst, warum dieser Platz auch der Friedhof der Stars genannt wurde, weil so viele Bälle versprungen sind damals, dass der Belag an sich einen Top-Favoriten und einen vermeintlichen Underdog schon auch näher zusammengebracht hat. Jetzt hatte ich ja dieses Viertelfinale nicht nur in die Kabine Platz 1 gespült, sondern auch in den Last of Eight Club in Wimbledon. Was ist das denn genau und was hat man dann so alles für Vorteile oder vielleicht auch Pflichten? Pflichten hat man keine. Der Last Eight Club ist ein kleiner Raum auf der Anlage, so wie so ein kleines, ja, wie so ein kleines Zelt, kann man sich das vorstellen. Stehen so ein paar Tische drin, ganz, ganz nett gemacht. Es gibt dann eine Tafel, dort stehen alle Spielerinnen und Spieler, die im Last Eight Club sind da eingetragen und man bekommt auf Lebenszeit quasi 2 Crown-Tickets für Wimbledon. Und dazu darf man dann in den Last Eight Club zum Tee mit einem Stück Torte, wenn man das will, und trifft sich dort eben mit anderen Last Eight Club Mitgliedern und ja, also spricht dann über die alten Zeiten, spricht über das aktuelle Turnier, spricht über Tennis, über sonst was. Das ist so ein Treffpunkt von ja, aktuellen und ehemaligen Spielern. Super sympathisch, total nett, aber auch trotzdem klein. Ne? Es gibt so, ich glaube, es sind 4 Achtertische oder so drin, mit Mini-Rezeption und dann gibt es so eine kleine Bar, wo so kleine Snacks gibt, Tee, Kaffee, so Kleinigkeiten. Ganz, ganz nett gemacht. Was heißt denn Ground Tickets? Heißt das also jetzt jedes Jahr für das Turnier hast du 2 Tickets und könntest dann theoretisch alle Spiele gucken? Ja, ist eigentlich richtig, genau. Also man bekommt jedes Jahr, ich in dem Fall bekomme jetzt jedes Jahr einen Ausweis für mich selbst und habe dann noch ein Ground Ticket praktisch pro Tag, um auf die Anlage zu kommen und dann dort auf den Außencourt sozusagen das alles zu sehen und Wimbledon zu besuchen. Ja. Das ist natürlich schon mal eine feine Sache. Ne? Also ist ganz ein bisschen bis Lebensende. Ja, also ich glaube, das hat schon Stil. Jetzt gibt es ja 4 Grand-Slam-Turniere, also für den geneigten Nicht-Tennis-Gucker, vielleicht nochmal zusammengefasst, 4 Grand-Slam-Turniere im Jahr. Das Jahr fängt an im Januar mit den Australian Open. Dann hat man die French Open, dann kommt Wimbledon und zum Jahresende Herbst die US Open. Aber wenn man mal so sich alle 4 Turniere betrachtet, strahlt ja Wimbledon so eine ganz eigene Faszination aus. Ja, und ist ja eigentlich das berühmteste, nicht eigentlich, sondern ist das berühmteste und wichtigste Tennisturnier der Welt. Was macht diese Faszination oder was macht dieses Turnier denn so faszinierend und so wichtig für die Tenniswelt? Die Frage konnte ich noch nie so richtig sauber beantworten, weil es auch schwer zu erklären ist. Michael,
Michael Schiff hat es mal ganz gut beantwortet. Michael hat es mal so formuliert: Du bist dort auf dem Center Court und hast als Spieler das Gefühl, dass alle ehemaligen Champions irgendwo dort in den Rängen sind. Also du spürst quasi diese Magie, diese Bedeutung des Courts, auf dem ja so viele Geschichten geschrieben wurden, auf dem neue Stars geboren wurden. Wir erinnern uns an McEnroe, der damals ja Borg abgelöst hat, nachdem Borg so viele Male Wimbledon gewonnen hat. Die ganzen Geschichten, die ja auf dem Center Court erlebt wurden von so, so vielen Menschen. Und es gab ja vor 2-3 Jahren erstmals in der Tennisszene überhaupt die Situation, dass ein Platz, ich weiß nicht, ob du es wahrgenommen hast damals oder gesehen hast, damals wurde der Center Court Wimbledon gefeiert und geehrt. Und es waren ganz, ganz viele ehemalige Champions dort, um quasi diesem Platz ihre Ehre zuteilkommen zu lassen. Es war ein ganz, ganz tolles Event. Das gab es in der Form noch nie und das unterstreicht auch nochmal die Bedeutung des Center Courts von Wimbledon an sich und Wimbledon selbst, die ganze Anlage ist natürlich, also wenn man einmal dort ist und einmal dort auf der Anlage steht, dann weiß man und spürt man, warum Wimbledon so besonders ist. Es hat was ganz, ganz Stilvolles, also total schick, mit so einem britischen Understatement alles gemacht, geschmückt, aufgesetzt und auch noch gestaltet. Wunderschön. Und es hat diesen klassischen Tennisanstrich natürlich auch durch die weiße Kleidung, durch die nicht vorhandene Werbung. Es gibt ja nur einen oder zwei, drei Partner, die Wimbledon ja auch hat. Und dadurch steht, durch die weiße Kleidung stehen die Spielerinnen und Spieler natürlich auch extrem im Mittelpunkt. Ne? Wir sind hervorgehoben, die weiße Kleidung, der grüne Rasen, alles reduziert außenrum. Und das hat schon einen sehr, sehr speziellen Charakter, der, sag ich mal, im Gegensatz zu vielen anderen Turnieren, die ja vielleicht ein bisschen lauter werden, sprich US Open, ne? Da ist ja, in New York ist ja Rambazamba. Und beim French Open ist natürlich die Anlage auch sehr voll und relativ klein. In dem ganzen Potpourri an vielen tollen Tennisturnieren ist Wimbledon nochmal so der Stern, der absolute Nordstern. Und die Atmosphäre dort ist einzigartig. Auch wie eben beschrieben am Center Court, ist es dann in gewissen Situationen so still, dass du fast auch keinen Atmen hörst. Das ist unbeschreiblich. Und Wimbledon an sich ist, wenn man das einmal als Tennis-Fan oder das einmal zu erleben ist überragend. Ich würde es mir gerne mal anschauen. Ich gucke es ja seit jetzt schon auch mehreren Jahrzehnten immer wieder gerne. Seit heute weiß ich ja, wer im Besitz von 2 lebenslangen Karten ist. du hast ja... Du hast 1996 deine Karriere beendet und bist fast nahtlos dann 1998 übergegangen zu Expertentätigkeit bei Premiere damals. Hieß das Premiere, jetziges Sky. Machst das also schon seit 25 Jahren. Das ist doch eigentlich für dich bezahlter Urlaub, 2 Wochen im Jahr, oder? Also ja, ich würde es nicht so formulieren, aber du bist nicht weit weg, weil es mir einfach so viel Freude macht. Also ich bin da voll in meiner Leidenschaft. Ich habe damals angefangen, es war sogar noch vor Premiere. Und zwar hieß damals der Sender DF1, Digitales Fernsehen 1. Kenne ich noch, ja. Weißt du vielleicht noch, genau. Und da war das erste Mal, wo ich dann so 2 Wochen lang hatten wir ja quasi den Intro-Kanal. Damals mit meinem lieben Freund Jonas Siebel haben wir durchmoderiert, 14 Tage. Und konnten von diesem Feed aus auf die Außenplätze, so wie es heute auch noch ist. Und das war für mich so die, ja, wie soll ich sagen, Feuertaufe, so das erste Mal 14 Tage moderieren und Tennis begleiten. Aber es ist eine meiner ganz, ganz großen Leidenschaften. Ich bin total dankbar und auch freue mich jedes Mal, wenn wir mit Sky heute ein Tennisturnier gemeinsam übertragen, wie jetzt zum Beispiel Wimbledon im November kommen, jetzt die ATP Finals oder jetzt auch der United Cup oder andere Turniere. Mir macht das mega Spaß. Und ich versuche auch die Analysen so zu übersetzen, dass der Tennisspieler zu Hause auch wirklich was davon hat, es versteht und vielleicht sogar auch sagt, boah, das probiere ich mal aus, wenn ich das nächste Mal Tennis spiele. Macht mir Riesenfreude. Sind immer sehr unterhaltsame Übertragungen, ja, zumeist du und Katharina Kleinfeld, wobei du dir ja für nächstes Jahr eine neue Wimbledon-Frau suchen musst. Die ist ja zu Sport 1 abgewandert, leider. Richtig. Aber es ist wirklich sehr unterhaltsam. Und wie du gesagt hast, du holst die Leute dort ab. Ja, du kannst ja nicht mal voraussetzen, dass das alles Tennisexperten sind, die zuschauen, sondern einfach mal Leute, die mal reinseppen, die sich Wimbledon mal anschauen wollen. Also genau. Ihr nehmt jeden mit, den Laien und auch den Experten.
Und na, jetzt bist du ja seit gut 40 Jahren in Wimbledon, nicht nur in Wimbledon, aber in Wimbledon hauptsächlich in dieser Expertentätigkeit und als Tennisprofi vorher unterwegs und hast viele Champions kommen und gehen sehen. Wer ist denn für dich ganz persönlich dein größter Wimbledon-Champion? Das muss jetzt nicht der sein, der das 12-mal gewonnen hat, sondern der vielleicht auch eine gewisse Persönlichkeit noch mitbringt, wo du sagst, jawohl, das ist einer, das ist so der Wimbledon-Champion, der gemalte Wimbledon-Champion. Ja, fällt mir als allererstes wahrscheinlich Federer ein. Hat einen tollen Auftritt jetzt dieses Jahr, wo er nochmal so geehrt wurde, wo er auf den Center Court kam mit Herzogin Kate. Ja, das waren ja so die Szenen. Ja. Genau, ja, war ein grandioser Auftritt. Das waren tolle Bilder. Also für mich persönlich, ja, Federer. Obwohl ich auch sagen muss, wenn ich ein bisschen zurückgehe in der Zeit, war für mich als junger Spieler natürlich auch Björn Borg, John McEnroe, unglaubliche Größen in Wimbledon. Aber in dem Zuge darf man auch natürlich Steffi Graf, Boris Becker und Michael Stich nicht vergessen, die ja aus deutscher Sicht in Wimbledon auch Geschichte geschrieben haben. Und wenn man überlegt, was die drei auch geleistet haben und in Bewegung gesetzt haben, ja, für alle Menschen, die Tennis lieben, die für die Tennisindustrie, war das schon noch überragend. Aber als so, ich sag mal jetzt so, ne, ein bisschen kürzer zurückgedacht, wäre mein Favorite wahrscheinlich Roger Federer. Ja, kann man auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Das, wenn man jetzt so ein bisschen weiter zurückgeht in der Zeit du hast mal eine schöne Anekdote erzählt, als Sky-Experte hattest du mal eine klasse Interview-Situation mit John McEnroe. Mhm. Das ist ja jetzt auch nicht so ein ganz einfacher Geselle, kann ich mir vorstellen. So kam er jedenfalls immer im Fernsehen rüber. Erzähl doch mal, wie kam das denn? Beziehungsweise hast ihn ja auch gekannt, ne? Also habt ihr mal gegeneinander gespielt? Ja, wir haben auch mal gegeneinander gespielt. Und es war viele Jahre so, dass wir in Wimbledon, also wenn ich sage wir, in dem Fall Sky, das Sky-Team sozusagen, wir hatten unser Studio und das ESPN-Studio, für das John McEnroe tätig war, war eigentlich unmittelbar nebendran. Und jeden Morgen ist John dann quasi bei uns vorbeispaziert, mit seinem Kleidersack am Rücken. Ja. Hat nett gegrüßt. Mit seinen Rock'n'Roll-T-Shirts und so und dann mit seiner Baseball-Cap ist er immer vorbei morgens und dann immer, hi Patrick, hi John. Und irgendwann dachte ich mir, Mensch, ich frage ihn jetzt einfach mal für ein Interview. Und dann bin ich hin und habe dann gesagt, Mensch John, wie sieht's denn aus? Wimbledon geht los, haben wir mal Zeit, 10 Minuten, ein bisschen zu plaudern. Hier für Sky. Und dann sagt er, who? Ich sage dann, ja, Sky Germany. Who? Ich habe dann so ein bisschen erklärt, natürlich, Sky Germany, sagt er, ah, okay. Und dann sagt er nur, let me think about it, ja, und geht dann in sein Studio. Und so ging das für ein paar Tage. Ich habe dann in mal 2, 3 Tage ein bisschen in Ruhe gelassen, habe aber ab und zu mal so wieder nachgefragt, John, wie sieht's aus? Und sagt er, still thinking, denke immer noch drüber nach, so ungefähr. Und dann nach ein paar Tagen, ne, dachte ich eigentlich, dass das nichts wird. Und wir haben dann natürlich auch während der Übertragung ab und zu mal so ein paar Minuten Pause, um was zu essen. Und muss dir vorstellen, im Mediakomplex ist dann unten das Media-Restaurant. Und wir sind dann ganz kurz eigentlich alle runter, kurz was essen gegangen für eine Viertelstunde. Und in dem Moment, just in dem Moment, ich bin schon wieder ein bisschen früher ins Studio, weil ich zugeschaut habe, um die Analysen auch zu machen. Just in dem Moment geht die Tür auf, John McEnroe steht im Studio und sagt, here I am, let's auf go. Geht's. Ja, genau, auf geht's, genau. Und dann kannst du dir vorstellen, was da für eine Panik losgebrochen ist bei uns im Team. Ja, alle natürlich per Funk, Telefon, alles klar, John McEnroe ist im Studio, alle haben alles stehen und liegen lassen. Und wir haben dann tatsächlich in 10 Minuten ein total super lustiges, unterhaltsames, klasse Interview gemacht. Also John ist ein Megatyp. Und auf John lässt sich auch nichts kommen, ist also total klasse, immer auch nett auf der Anlage und ne, hin und her und wir kennen uns ein bisschen natürlich nicht so, aber grüßt immer, hallo, wie geht's und ist auch natürlich als ESPN-Experte absolut in seiner Leidenschaft und nicht nur Riesenspieler und auch heute noch ein Riesencharakter natürlich, ne, eine Bereicherung, absolut. Aber es war ein tolles Interview, finde ich auch toll, dass es gemacht hat. Hat ein bisschen gedauert, aber er hat es gemacht. Wie, war er da auch etwas unberechenbar, so wie als Tennisspieler, oder war Hans warm? Das war eigentlich sehr cool von ihm und so. Wir haben jetzt über das aktuelle Turnier damals natürlich gesprochen
und ein bisschen auch über die Entwicklung vom Tennis. Und er hat schon immer auch einen sehr besonderen Blick auf das Ganze, bei den Damen wie bei den Herren. Und seine Meinung ist ja international sehr, sehr geschätzt. Also das Interview hat auch unsere Sendung sehr bereichert. Und wie gesagt, war ein toller Moment, auch für mich persönlich, weil ich ihn damals ja noch als Kind sozusagen im Fernsehen gesehen habe gegen Borg. Und ja, also für mich auch ein besonderes Erlebnis. Ne? Hat dir das auch beruflich ein bisschen was gebracht? Also ich sag mal, wenn du jetzt, du hast gegen ihn Tennis gespielt oder mit ihm auch gespielt, aber wenn du jetzt auf einmal solche Leute, solche Größen dann auch interviewen musst, das ist ja dann auf einmal, ja, dann dein Beruf, der Experte. Wächst man an solchen Interviews auch? Ja, also ich würde mir an der Stelle ein anderes Wort wählen wie du, interviewen darf, so würde ich es formulieren. Ja, also es ist dann schon eine andere Herausforderung als Interviewer sozusagen. Ich bin im Studio mit Jannik Erkenbrecher zum Beispiel ja auch, ne, Experte. Das heißt, ich beantworte ja mehr auch Fragen, die kommen. Ne, oder gebe zum Beispiel meine Analysen an die Zuschauer weiter. Aber ein Interview zu führen ist nochmal doch ein bisschen anders, ne, weil eine andere Struktur, du brauchst ein bisschen Struktur und alles drum und dran. Aber ich mag Herausforderungen. Und für mich war das eine unheimlich große Ehre, also John McEnroe zu interviewen. Ich hatte im gleichen Jahr auch dann, was mir so viel Spaß gemacht hat, gleich noch Pat Cash dann auch noch vor der Kamera und Brad Gilbert. Und das hat riesen Spaß gemacht, weil, ich sag mal, die Meinung auch von diesen Legenden sozusagen, ja, auch, da bin ich selbst Tennis-Fan, ja, gebe ich ganz ehrlich zu, es ist einfach toll, mit denen zu sprechen und nochmal die Meinung zu hören und die Sichtweise auch nochmal zu reflektieren, zu besprechen. Also tolle Geschichte, ja, keine Frage. Ist ja auch toll für die Zuschauer, ne? Wenn ihr solche Leute vor die Kameras bekommt. Genau, ja, absolute ganz Expertenmeinung. Jetzt hast du, glaube ich, 5 Jahre warst du Sky-Experte in Wimbledon und dann schreiben wir das Jahr 2003. Da bist du zum Deutschen Tennisbund zurückgekehrt und wurdest Teamchef vom Davis Cup Team. Richtig, ja, genau. Genau, 2003. Und ja, du hast ja den Davis Cup 3-mal gewonnen mit dem Davis Cup Team. Nimm uns doch noch mal ein bisschen zurück in diese Zeit, das war ja 88, 89 und 93, habt ihr den Davis Cup gewonnen, meine ich. Ja, genau. Was hast du da vorgefunden, in Anführungsstrichen, 2003, als du da angetreten bist? Ich meine, ich will nicht sagen, der Tennissport lag am Boden, so weit will ich nicht gehen, aber die goldene Ära, Becker, Stich, Graf, etc., die war natürlich vorbei. Und die großen Grand-Slam-Erfolge kamen jetzt nicht mehr so rein. Musstest du da bei Null anfangen oder konnte man aus den damals goldenen Zeiten noch profitieren? Es war eine andere Zeit, würde ich sagen. Wir hatten ja damals auch mit Tommy Haas, Nikola Kiefer, Rainer Schüttler, auch mit David Brindisi hatten wir eine tolle Mannschaft. Und es kam später auch Michael Kohlmann dazu, Alexander Waske, um jetzt einige nur aufzuzählen, gerade was den Anfang meiner Davis Cup Kapitänzeit ja auch angeht. Das erste Match war damals ein Relegationsmatch in Karlsruhe gegen Venezuela. Im Team waren damals Haas, Kiefer, Schüttler, Plinosil. Wir haben das glatt gewonnen. Und mein Ziel war es immer, dem Team, den Spielern auch das an Davis Cup zu vermitteln und mit der Mannschaft auch einmal ein Finale zu spielen, um auch mal zu erleben, als Spieler zu erleben, was der Davis Cup auch sein kann, wenn man mal zu Hause ein großes Finale spielt oder auch auswärts ein großes Finale spielt vor großen Stadion. Dieses Heim- und Auswärtsspiel, was der Davis Cup ja auf unnachahmliche Weise immer als USP hatte, bis vor einigen Jahren leider, dieses Erlebnis Davis Cup auch mit den Spielern zu erleben, die Spieler zur Bestleistung auch zu bringen an diesem wichtigen Wochenende, in dem sie auch dann praktisch für Deutschland auf dem Platz stehen, das war immer mein Antrieb. Und ich hatte damals selbst als Spieler Davis Cup erleben dürfen, mit einem wunderbaren Teamgeist in allen Jahren, in denen ich Davis Cup gespielt habe und einem überragenden Teamchef damals mit Niki Pilic und einem überragenden Team insgesamt. Und das wollte ich gerne auch so weiterführen und quasi meinen Spielern auch meine Rolle als Kapitän geben. Und wir hatten schon wirklich auch gute Spieler mit Tommy Haas, Nikola Kiefer, später auch Philipp Kohlschreiber, der tolle Matches gespielt hat im Davis Cup. Florian Meyers haben eigentlich alle Jungs durchweg wirklich auch viele gute Leistungen auch gebracht. Es muss aber eben auch viel zusammenkommen, damit du erfolgreich bist. Und ich sag mal, wenn man die Einzelbilanz sich nochmal vor Augen führt, Tommy Haas hat zum Beispiel eine überragende Einzelbilanz, aber du brauchst dann eben
ein, zwei, drei Spieler, die über sich hinauswachsen, um auch einen solchen Erfolg zu schaffen, wie es beispielsweise Charlie Stepa 88 in Göteborg, der sein Einzel gegen Wielander gewonnen hat. Und es war bei uns damals klar, Boris oder auch Michael standen ja im Bestfall für zweieinhalb Punkte. Genau, zweimal Einzel und Doppel natürlich auch. Und dann hast du natürlich eine Eins, die vorne sehr stark ist. Und also die 10 Jahre Davis Cup waren eine wunderbare Zeit. Ich war davor 5 Jahre beim Deutschen Tennisbund für Nachwuchs tätig. Das war auch eine klasse Zeit. Und ich habe darüber hinaus auch gelernt, was mir Coaching auch gibt bis heute. Ja. Es war ebenso tolle Zeit, damals als B-Kader-Coach sozusagen 5 Jahre und immer als Davis Cup-Coach. Du hast gerade was Wichtiges gesagt, Teamgeist und ich nenne es Mannschaftsspirit. Ich versuche mich jetzt mal zurückzuerinnern. Ich war ja noch ein kleines Kind, 88, da war ich gerade 9 Jahre alt, aber hab's natürlich im Fernsehen geschaut, eure Erfolge. Und was ich auf jeden Fall noch so erinnere, ist, dass ihr, wie du es ja auch gerade sagtest, ihr eine harmonische Mannschaft wart. Und ich glaube, so jetzt als Erwachsener reflektiert würde ich sagen, jeder kannte seine Rolle im Team. Mhm. Ja, Becker, Boris war natürlich der Star, klar. Und das, glaube ich, das hat auch keiner in Frage gestellt. Und ihr habt im Doppel versucht, den dritten Punkt dann zu holen. Du hast es ja gerade gesagt, später kam der Michael Stich auch noch da hinzu. Mhm. Und irgendwo hat jeder ja von diesem Teamgeist profitiert und hat dann ja auch seine Erfolge dann mitfeiern können mit 3-mal Davis Richtig. Cup. Und das ist, glaube ich, sieht man auch in der heutigen Zeit, wenn man es mal vergleicht, deutsche Fußballnationalmannschaft ist jetzt in aller Munde, diese Doku aus Katar, wo dann halt der Mannschaftsgeist nicht stimmt, wo die Hierarchie nicht stimmt und dann kannst du auch keinen Erfolg haben. Also ich kenne es nur so. Also für mich stand der Teamgeist als Kapitän immer an erster Stelle. Und es gibt genug Beispiele aus meiner Zeit als Spieler, ob es jetzt Charlie Steeb war, der in Göteborg überragend gegen Wielander gewonnen hat, an Mark-Kevin Göllner, der 93 unglaublich stark im Davis Cup gespielt hat. Also es gibt viele, viele Beispiele und vielleicht vergesse ich jetzt hier einen unabsichtlich, der auch überragend gespielt hat. Du brauchst diese überragende Leistung in der Mannschaft und für mich resultieren diese Leistungen aus einem ganz starken Teamgeist. Ich habe es als Spieler so erfahren und hat immer auch das Ziel, also als Kapitän auch genauso weiterzuführen, eigentlich wie Niki Pilic es als unser Kapitän mit uns eben auch gemacht hat. Und also ohne Teamgeist war es für andere Nationen auch schwer. Also auch die Schweiz, die damals gewonnen hat in dem Jahr, in dem Roger Federer sich committed hat, zusammen mit Stan Wawrinka dann auch wirklich klar mit dem Ziel, Davis Cup zu gewinnen. Auch da, die hatten auch einen super Teamgeist mit allen anderen Spielern, die im Team dabei waren. Auch das Betreuerteam ist dann wirklich ein Team, wo jeder für den anderen auch dann da ist, wo man sich gegenseitig unterstützt und das große Ziel gemeinsam quasi vor Augen hat. Und das Verständnis muss dann auch da sein, dass jeder sich für das große Ziel einbringt und sein Bestes gibt für alle anderen im Team, um dieses gemeinsame große Ziel zu erreichen. Und wenn wir jetzt nochmal die Brücke schlagen zu Fußball, also als Deutschland ja Weltmeister wurde, Mario Götze das Tor damals gemacht hat was die Schweinsteiger ja überragend auch im Finale gespielt hat. Ich glaube, da konnte man auch schon spüren, was für ein toller Teamgeist da in der deutschen Fußballmannschaft, also ich als Zuschauer, ja, ich bin jetzt nur Zuschauer gewesen, gespürt hat. Aber grundsätzlich brauchst du das einfach. Und im Davis Cup ist natürlich genauso. Hast du viel von Niki Pilic, was Teamführung angeht, mitnehmen können? Also als du angetreten bist 2003 dann als Teamchef vom Davis Cup Team, hast du dich an ein paar Sachen erinnern können? Ich glaube, ich habe das eher unbewusst gemacht, weil ich es auch nur so kannte. Ich hatte ja zu meiner Zeit als Spieler einen Kapitän und Niki hat es auf seine unnachahmliche Weise natürlich überragend auch gemacht. Aber ich habe damals, als ich angetreten bin als Davis Cup Kapitän, auch mir die Frage gestellt, kann ich meinen Spielern auch das Beste von mir geben, damit sie eben auch erfolgreich spielen. Und ich bin im Zuge dessen oft auch auf so ein bisschen auf die Suche gegangen, mich selbst auch weiterzubilden als Coach und war viel in Amerika auf Seminaren, um auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, um mir selbst neue Inputs zu holen und um Dinge einfach auch zu finden, mit denen ich noch besser mit meinen Spielern arbeiten konnte. Ja? Fokussierung, also ein bisschen Psychologie, auch so ein paar Geschichten, Körpersprache, was wichtig ist. Und
dann auch, sage ich mal, im entscheidenden Moment auch seine beste Leistung bringen zu können. Das hat mich immer schon sehr interessiert. Und für mich war die Rolle als Davis Cup Kapitän dafür auch auslösend, dass ich ja angefangen habe, über den Tellerrand hinauszuschauen und mich selbst auch weiterzubilden als Coach. Du hattest als Kapitän auch zwei tolle Erfolge, die ich jetzt einmal herausstellen möchte. Und zwar hast du 2005 und 2011 habt ihr, das Davis Cup Team, den World Team Cup gewonnen. Was ist da der genaue Unterschied zwischen World Team Cup und Davis Cup? Also World Team Cup war für uns als deutsche Mannschaft ein enorm wichtiges Event in Düsseldorf. Als Spieler, wie als auch Coach, insgesamt für die deutsche Mannschaft in all den Jahren, weil die deutsche Mannschaft sich dort für eine Woche komplett zu Hause in Deutschland präsentieren konnte. Die Möglichkeit hat man sonst nie gehabt, im Davis Cup natürlich auch, aber über 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, oft auswärts, manchmal auch zu Hause. Aber wir wussten, wenn wir World Team Cup spielen, sind wir eine Woche in Düsseldorf, wir präsentieren uns eine Woche vor heimischem Publikum, haben auch die Unterstützung des Publikums. Und von daher war der World Team Cup, finde ich, auch als Event für die deutsche Mannschaft, also insgesamt, aber besonders für die deutsche Mannschaft von einer sehr, sehr hohen Wertigkeit, weil wir uns dort neben dem Davis Cup als deutsche Mannschaft präsentieren konnten, insgesamt für die Dauer von 7 bis 8 Tagen. Also war so eine kleine Weltmeisterschaft im eigenen Land, wenn ich das jetzt mal so vergleichen kann. Ja, okay. Genau. Auf Wikipedia habe ich dann gelesen, dass du im Oktober 2012 deinen Vertrag nicht weiter verlängert hast mit dem DTB. Genau. Und da gibt es so unterschiedliche Aussagen und Aufzeichnungen. Was war da der ausschlaggebende Grund für dich jetzt persönlich, dass du sagst, nee, also ich würde es anders machen? Ja, es waren damals 10 Jahre und es war damals in Hamburg auch ein wichtiges Spiel, ein Relegationsspiel gegen Australien, was wir gewonnen hatten. Und ich habe damals auch gespürt, auch nach diesem Sieg, wir haben ja die Weltgruppe gehalten damals, und ich habe damals auch gespürt, dass die Zeit gekommen ist, auch mein Amt niederzulegen. Es war von der Dynamik her, hat sich ein bisschen was verändert und die 10 Jahre waren für mich letztendlich auch eine runde Zeit, 10 Jahre. Wichtig war für mich, dass wir die Weltgruppe gehalten haben, dass quasi auch der nach mir kommt, dort anfangen kann, wo ich quasi auch anfangen durfte, nämlich in der Weltgruppe damals. Und für mich war es ja so, dass ich gespürt habe, jetzt ist die Zeit auch da, das zu beenden. 10 Jahre, 15 Jahre Deutscher Tennisbund und auch weiterzugehen. Und Carsten Ahrens hat es damals übernommen, glaube ich. Heute macht es Michael Kohlmann. Aber 10 Jahre ist als Davis Cup Kapitän auch eine lange Zeit. Ich finde diese Selbstreflexion finde ich richtig gut bei dir, ja, dass du sagst, okay, das war's dann. Und meiner Meinung nach fehlt die heutzutage so ein bisschen. Also wenn man jetzt in andere Sportarten guckt, können wir ja beim Fußball bleiben. Ich bin ja Fan, ja, ich bin ja jetzt da kein Experte, steck da nicht mittendrin. Aber da war es ja auch so, dass du viele Bereiche hast, wo die Leute dann doch irgendwo auf ihren Stühlen oder an ihren Stühlen kleben bleiben. Anstatt zu sagen nach einer gewissen Zeit, okay, danke, das war's jetzt und jetzt gebe ich die Fackel oder den Stab weiter und hole dir jemanden rein mit frischem Wind, anderen Ideen etc. Wie beobachtest du das? Würdest du es vielleicht auch mal wünschen, dass man mal eher sagt, Cut, okay, danke, das war's jetzt und es kann ja auch ohne mich weitergehen? Ich beobachte es eigentlich in anderen Sportarten nicht so sehr, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir damals auch Gedanken gemacht, so nach diesen 10 Jahren, es geht auch für einen Davis-Kapitän, finde ich, es geht immer um die Spieler. Die Spieler stehen am Platz, die Spieler wollen gut spielen und die Spieler committen sich zum Davis-Cup. So in einem vollen Turnierplan, den sie über das ganze Jahr haben. So, das heißt, der erste Schritt ist ja, die Spieler committen sich zum Davis-Cup, repräsentieren Deutschland, spielen als deutsche Mannschaft und natürlich wollen die Spieler ihre beste Leistung bringen am Wochenende. So, und die Aufgabe des Davis-Kapitäns ist, meines Erachtens nach, alles in seiner Macht Stehende zu tun, dass die Spieler ihre beste Leistung bringen, weil sie quasi auf der Bühne, auf dem Platz stehen und ihre Performance abrufen wollen. So, und ich hatte nach 10 Jahren einfach auch das Gefühl, dass es was Neues braucht, dass nach 10 Jahren auch eine Zeit da ist, für einen frischen Wind. Ne? Auch mir selber die Frage gestellt, erreiche ich die Spieler noch so hin und her? Genau, richtig. Und wie es andere Trainer machen, mag ich mir nicht anmaßen, was zu sagen, weil ich einfach auch zu wenig
zu wenig verfolge. Ich verfolge Tennis sehr intensiv. Ich bin seit vielen Jahren aus dem Fußball wirklich raus. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich meine Prioritäten wirklich deutlich mehr bei meiner Familie habe und meinen Kindern habe und die Zeit mit meinen Kindern lieber verbringe als vom Fernseher. Und gar nicht so viel von anderen Sportarten mitbekomme. Mich sehr gefreut habe jetzt über den Erfolg der Basketballmannschaft. Das muss ich sagen, ja. Das habe ich natürlich mitbekommen, weil das ein Mega-Erfolg war. Und vor allem fand ich auch die Leistung, nach dem Sieg gegen die USA nochmal einen draufzusetzen, das fand ich schon überragend, weil mit dem Sieg gegen die USA wurde schon eine Riesensensation geschaffen. Ja, auf jeden Fall. Und da nochmal einen drauflegen, nicht zufrieden sein, da nochmal einen drauflegen. Und das in der, und das immer wieder beim Thema Teamgeist, das geht nur, wenn wirklich alles stimmt, vom Teamchef an bis hin ins Team, und das fand ich überragend. Also sowas begeistert mich total. Aber ansonsten bin ich kein Mensch, der viel Zeit vor dem Fernseher verbringt. Um da jetzt nochmal die Brücke zu schlagen, gebe ich dir absolut recht. Ich habe auch die Spiele verfolgt und hast du gesehen, du hast einen klaren Dennis Schröder gehabt, der irgendwo eine Ausnahmestellung einnimmt, gebürtiger Braunschweiger. Ich bin ja Eintracht Braunschweig-Fan, deswegen kann ich das jetzt hier mal so einstreuen. Aber er hat sich untergeordnet, hat sich eingeordnet, ja. Hat es mal ein bisschen geruckelt, aber dann immer im Sinne der Mannschaft, ja. Und dann Top-Trainer. Und ich habe jetzt bei Magenta Sport kurz mal reinschauen können, diese Doku, wo du merkst, einfach jetzt mal der Unterschied zwischen Katar und Nationalmannschaft, wo du merkst, wie du es ja auch gerade gesagt hast, der Teamchef, der Trainer erreicht die Leute mit seiner ganz eigenen Art, mit ganz einfachen Mitteln. Der hat dann eine Flipchart und dann hat er da ein Wort drauf geschrieben und die Spieler hingen an seinen Lippen. Das hast du richtig gespürt und gemerkt. Und das meinte ich, jetzt einfach diese Beispiele Löw damals, wo man im Nachhinein sagt, er hätte freiwillig zurücktreten sollen. Flick im Nachhinein jetzt auch, Katar. Und das meinte ich mit Selbstreflexion, was du sagtest, neuer Impuls, wo man dann selber irgendwann merkt, geht ja vielen von uns, dass man irgendwo merkt, okay, irgendeine Reise ist jetzt mal zu Ende, wird Zeit für ein neues Kapitel und wird Zeit für frischen Wind. Und dann versperrt man halt den Weg nicht. Also, und deswegen finde ich das ganz klasse, wenn man so in sich hineinhorcht und sagt, ich mache dann weiter. Und du hast ja ganz, ganz viele tolle Projekte und Sachen, die dich beschäftigen. Du hast ja angefangen 2008 dann auch Turnierdirektor von dem BMW Open in München zu werden. Und genau. Jetzt will ich noch kurz ein bisschen abschweifen, abseits vom Tennisplatz, weil, ja, wie ich es gerade sagte, das sind ganz tolle Sachen, die du hier machst. Ich muss es gerade mal ablesen, weil ich es mir nicht merken konnte. Und zwar bist du nebenbei noch Keynote-Speaker für Gesundheit, Bewegung und Performance und des Weiteren noch Heels-Coach für integrative Ernährung. Erzähl doch mal, warum du dich so in diese Themen eingearbeitet hast, was dich daran so mitnimmt, was dich da fasziniert, und erläutere uns die Dinge doch mal ein bisschen. Also ich finde das ganz spannend. Ja, es ist total spannend. Also es gibt natürlich viele Analogien aus dem Leistungssport bis hin auch in die Wirtschaft, ins Business, die ich in Vorträgen quasi teile, sozusagen als Keynote-Speaker. Das ist auch noch relativ jung. Ein neues Feld bei mir, was ich für die nächsten Jahre auch sicherlich ausbauen werde, was mir auch wirklich viel Spaß macht. Und zum Thema Health Coach für integrative Medizin, Integrative Nutrition, in New York damals auch ein Studium gemacht von 18 Monaten. Es war ein Online-Studium, weil mich die Zusammenhänge zwischen Ernährung, Leistungsfähigkeit grundsätzlich sehr interessieren. Und was mich dort total wirklich auch gepackt hat, war, warum diese Ausbildung, weil es auf Säulen stand, zum Beispiel, wie ist dein Verhältnis zu deiner Arbeit, ja, wie ist dein Privatleben, die Verhältnisse in deinem Privatleben und wie zum Beispiel ist dein spirituelles Leben, ne, wenn du eins hast, so hin und her. Und beleuchtet wurde quasi dort, wie jetzt auch die Ernährung oder wie die Beziehungen in diesen Feldern Einfluss nehmen auf deine Ernährung. Die Ernährung dann natürlich wiederum auf deine Leistungsfähigkeit. Das hat mich schon sehr interessiert. Ich bin einfach da neugierig in gewissen Themen und lese auch gern viel und bilde mich auch für das, was mich interessiert, ein bisschen weiter. Und so mache ich so meine Dinge und habe jetzt auch kürzlich sogar ein Buch rausgebracht im Frühjahr mit meinem lieben Freund, Hobby-Freizeit, ambitionierten, sehr guten Hobby-Freizeitspieler Felix Greve, der viele Jahre beim Tennismagazin Redakteur war und Pressesprecher beim DTB war, haben wir Enjoy Your Game quasi rausgebracht. Ein Buch natürlich über Tennis, warum Tennis das schönste Spiel des Lebens ist und wie du immer gewinnst.
Ja, ganz spannend. Es ist kein klassisches Tennisbuch mit Übungen, da gibt es ganz, ganz viele, sondern viele Reflexionen, viele Inspirationen, einige Geschichten aus der Vergangenheit und ein Schmökerwerk und auch ein ganz großes Kapitel drin, was man vom Tennis fürs Leben lernen kann. Und so Themen interessieren mich einfach. Das hört sich sehr spannend an. Also, falls du ein Presseexemplar übrig hast, gerne her damit. Hast du denn, weil du gerade sagst, wie man im Tennis immer gewinnt, hast du vielleicht Alexander Zverev schon ein Exemplar geschickt? Geschickt nicht, aber wir waren ja dieses Jahr auch beim Turnier bei den BMW Open im Stand. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob er eins hat. Aber wenn er keins hat, kriegt er eins. Keine Frage. Warum fragst du? Wegen Enjoy Your Game? Wegen dem Titel auch? Ja, naja, weil er ist ja unser, ich sage jetzt mal so, einziges richtiges Aushängeschild momentan im Tennis, bei den Herrentennis. Und er war ja, gut, er ist Olympiasieger, aber beim Grand Slam, dafür hat es jetzt leider noch nicht ganz gereicht. Also man wartet ja so ein bisschen immer so als Außenstehender auf seinen ganz, ganz großen Durchbruch. Was fehlt ihm denn jetzt am Ende noch, um so ein Grand Slam Turnier zu gewinnen? Er hat ja nun wirklich mehrere Male schon dran gekratzt. Also ein Grand Slam Turnier zu gewinnen über 14 Tage ist natürlich schon wirklich eine Mammutaufgabe. Ich finde, dass er in dem Match, in dem er sich leider dramatisch verletzt hat, damals in Paris gegen Rafael Nadal, das war der Moment eigentlich und ich finde, das war das Turnier, in dem er sehr, sehr nah dran war. Also Nadal hatte er wirklich auch einen Schläger in diesem Match. Da weiß man natürlich nicht, wie so ein Finale ausgeht, ist hypothetisch, aber dort war er in einer unglaublich guten Verfassung. Körperlich wie als Spieler und die Verletzung hat natürlich weit, weit zurückgeworfen. Jetzt so langsam ist er wieder da, wo er vorher war. Es hat sich in der Zeit, in der er verletzt war, auch einiges getan auf der Tour. Es kam jetzt ein Carlos Alcaraz genau in der Zeit mit unfassbar gutem Tennis, also begeisterten Tennis, keine Frage. Ein Holger Rune steht jetzt in den ersten 5. Ein Jannik Sinner ist angekommen in den ersten 10. Das heißt, also auch die Konkurrenz ist, sage ich mal, in den letzten 2-3 Jahren, wenn ich sage, größer geworden, ist vielleicht auch nicht richtig, weil er immer schon große Konkurrenz hatte, mit Nadal, Federer ja auch noch, Djokovic und vielen anderen Spielern, die vorne in den Top 10 auch drinstehen. Es muss innerhalb von 14 Tagen oder in diesen 14 Tagen muss alles passen, bis zum Ende. Und wenn wir heute hinschauen auf Novak Djokovic zum Beispiel, der jetzt gerade wieder die US Open gewonnen hat, der sein 24. Grand Slam Turnier unglaublich gewonnen hat, da muss man auch sagen, dass die Erfahrung unglaublich wertvoll ist. Also es ist nur ein Baustein, aber diese Erfahrung, die Novak Djokovic hat, so oft schon ein Grand Slam Turnier vom ersten bis zum letzten Ball zu spielen und als Sieger dieses Turnier zu verlassen, diese Erfahrung ist Gold wert. Dazu kommt natürlich, dass er auch und andere auch, nicht nur er, aber er ist momentan so exemplarisch, finde ich, das beste Beispiel, immer noch trotz der Erfolge ein Suchender ist. Ein Suchender, der immer schaut, wo kann ich mich noch verbessern? Wo ist noch ein Element, was noch ein bisschen besser geht? Wo ich noch mal was rauskitzeln kann? Und ich finde auch, dass der Umstand, dass Carlos Alcaraz jetzt gekommen ist, als sozusagen sein vielleicht neuer großer Widersacher, ist, finde ich, nochmal zusätzlich auch Motivation für Novak Djokovic, zu sagen, komm, also es geht noch was. Bin ich wirklich schon am Limit oder kann ich wirklich noch ein bisschen besser werden? Und das sind für mich überragende Beispiele. Es geht letztendlich darum, sich ständig weiter zu verbessern, als Spielerin, als Spieler. Und das ist für mich auch der Grund, warum Federer, Nadal, Djokovic so lange schon in der Weltspitze stehen oder standen und über so viele Jahre auch die großen Titel unter sich ausgemacht haben. Also das ist ein wichtiges Element, was man braucht, um es jetzt rund zu machen für Alexander Zverev. Ich glaube, dass er nach wie vor eine sehr große Chance hat, ein Grand Slam Turnier zu gewinnen. Ich wünsche es ihm auch und ich freue mich riesig, wenn er es schafft. Auch fürs deutsche Tennis wäre das mega. Die Konkurrenz ist aber auch stärker geworden und ist stark, stärker geworden. Die Konkurrenz ist einfach auch da und das macht es natürlich nicht leicht. Und wie gesagt, in den 2 Wochen muss alles passen. Das Tennis hat er. Ich mache nie ein Geheimnis draus, dass ich ihn sehr gerne öfter am Netz sehen würde. Aber das ist von mir auch nur von außen betrachtet. Gefühlt ist wichtig, dass der Spieler
sich auch wohlfühlt in diesen Situationen. Aber tut er das? Auch er hat noch Potenzial, sich weiterzuentwickeln, keine Frage. Wie gesagt, bin ja da kein Experte, wenn ich ihn mir manchmal anschaue, es wirkt manchmal ein bisschen unrund und enjoy your game. Also ich habe manchmal das Gefühl, er genießt das Spiel halt nicht so. Also wirkt so ein bisschen. Also du kannst, ja, also das Buch ist wirklich für einen Breitensport auch geschrieben. Enjoy your game ist wirklich auch mal kurz innezuhalten und auch mal hinzuschauen, warum habe ich denn mal beim Tennis auch begonnen. Ne, bei allem Frust, den wir alle, ich ja auch, wenn ich Tennis spiele, bin auch manchmal gefrustet. Also bei den Profis geht es natürlich in entscheidenden Phasen, das ist beinhart und knallhart und Fokussierung und Volldasein und Präsenz, da spielen große Themen auch eine Rolle. Aber unterm Strich, klar, eine gewisse Spielfreude kann ich auch beim Carlos Alcaraz sehen, der ab und zu mal lacht, tatsächlich auch im Match. Sie blitzt ab und zu auch, finde ich, bei Novak Djokovic durch. Sie blitzt auch bei Alexander Zverev ab und zu durch. Jetzt habe ich selbst lang genug gespielt und weiß, dass es auch gar nicht so leicht ist, an Tagen, in denen es nicht optimal läuft, ein bisschen locker zu bleiben. Man hadert oft mit sich selbst und da ist auch, sage ich mal, nicht jeder Spieler gleich. Aber um das abzuschließen, das Potenzial, ein großes Turnier zu gewinnen, Grand Slam zu gewinnen, hat er allemal immer noch. Es fehlt eben die 3-4 Tage am Schluss. Er war schon so oft so nah dran, wie das Open-Finale ja auch. Ja. Das dann umsetzen und das dann praktisch zu Ende bringen. Und das ist, glaube ich, das, worauf wir alle warten. Ja. Er wahrscheinlich am meisten, ja, ist auch klar. Drücken wir ihm die Daumen. Absolut. Würde gerne nochmal auf Djokovic zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, gegen wen er da in Wimbledon gespielt hat, jetzt beim letzten Turnier. Ich gucke es ja nicht so oft, also Tennis jetzt im Allgemeinen, Wimbledon natürlich, aber da hat man wieder gemerkt, vorhin, wir hatten das Thema Psyche. Mhm. Man dachte, oh, jetzt wackelt er kurz. Ich glaube, sein Gegner hatte er irgendwie Matchball sogar gegen sich? Ich weiß es gar nicht mehr, aber zumindest ein Satzball. Und du hast bei seinem Gegner dann gemerkt, jetzt wurde das Höschen feucht, um es mal ein bisschen salopp zu formulieren. Mhm. Der Gegner hat er auf einmal, du hast richtig gemerkt, wie er Nerven gezeigt hat und Djokovic das eisenhart durchgezogen hat. Also merkt man, wie wichtig die Psyche in solchen Momenten ist und Djokovic liefert halt immer ab. Und ich muss dir einmal kurz widersprechen und zwar, du sagtest, große Konkurrenz, ja, da sind richtig gute Spieler dabei. Ich finde aber trotzdem so, 80er, 90er Jahre hattest du eine breitere Spitze an Top-Spielern, wo du sagen konntest, der kann den Grand Slam gewinnen, der. Ja, stimmt. Da sage ich jetzt mal, ich will nicht übertreiben, ich glaube, da könnte ich 10 Namen nennen. Und heute hast du Djokovic, Alcaraz und dann wird es langsam schon wieder ein bisschen dünn. Mhm. So, auf dem Niveau. Sehe ich das ganz falsch? Nee, das ist ja auch eine Diskussion, die oft geführt wird, ne? Auch unter ehemaligen Spielern, vollkommen klar. Man zieht schon Vergleiche, aber letztendlich, es geht, ich habe nie ein Grand Slam Turnier gewonnen, aber es geht halt eben darum, über 14 Tage absolut deine beste Leistung auch zu zeigen. Und ich unterstreiche das gerne nochmal, die Erfahrung, die Novak Djokovic hat, die auch ein Roger Federer, ein Nadal, die Jungs haben das so oft gewonnen, wissen genau, was sie tun müssen, was es braucht, wie sind die Abläufe. Das ist schon viel wert. Es ist, genauso können wir Diskussionen auch führen über einen Yannick Sinner, über einen Holger Rune, wann gewinnen die ihre ersten Grand Slam Turniere. Ja, wenn sie es schaffen, in erster Linie momentan eben Novak Djokovic oder Carlos Alcaraz zu besiegen. Wir hoffen jetzt aus deutscher Sicht natürlich auf Zverev und hoffen wir mal, dass er das nächstes Jahr gleich angeht in Wimbledon. Mhm. Ich gehe noch mal kurz zurück in die Zeit, in die großen deutschen Tenniszeiten und zwar 1991. Das ist bis jetzt quasi einmalig gewesen. Deutsch-deutsches Finale in Wimbledon zwischen Boris Becker und Michael Stich. Mhm. Ich finde, was man bei Boris Becker immer so vergisst, ist, ja gut, er hat es dreimal gewonnen, was ja eine Riesennummer ist, aber ich finde es ja noch unglaublicher, dass er 7-mal im Finale insgesamt stand. Plus noch Halbfinalteilnahmen etc. Ja. Also das ist ja ein Riesending. Michael Stich hat Wimbledon ja 1991 einmal gewonnen. Sein leider einziges Grand Slam Turnier, was er gewinnen konnte, aber natürlich Riesenerfolg, war ein Top-Spieler Michael Stich. Höchste Platzierung war, glaube ich, Nummer 2 in der Weltrangliste. Ja. Dich persönlich gefragt, interessiert mich jetzt mal, 91 Becker gegen Stich, wem hast du persönlich die Daumen gedrückt? Ich war damals noch doch bei Boris, natürlich auch den Davis-Cup-Erfolgen damals geschuldet. Ne? Wir haben 88, 89 Davis-Cup zusammen gewonnen und Michael war damals auch für mich der große Herausforderer, der viel überrascht hat. Als Michael dann Wimbledon gewonnen hat, dachte ich so, wow, jetzt gibt es einen weiteren deutschen Spieler, der Wimbledon gewonnen hat.
Und ich habe ja Michael dann intensiver kennengelernt, auch in den Jahren danach, weil wir 93 ja zusammenkamen, sozusagen als neues Davis Cup Team. Boris hat nämlich auch nicht gespielt. Und damals, weiß ich noch, wurde ja auch in den Medien ein bisschen kolportiert, naja, Kühnen Stich im Doppel, das wird nicht funktionieren, weil Kühnen hat mit Becker gespielt und das ist ein anderes Team, das wird nichts und so. Und ich weiß noch, damals in Moskau hatten wir das erste Match und ich kam in die Halle zum Training, Michael war schon am Platz und ich kam so rein und ruft Michael schon so vom Platz, hey Patrick, mit dir spiele ich gar nicht, mit uns wird das sowieso nichts, hast du in der Zeitung gelesen und was in der Zeitung steht, das stimmt natürlich immer, so ungefähr, das war schon mal so der erste Icebreaker, ja, bei uns und wir haben dann natürlich auch im Davis Cup zueinander gefunden, überragend gespielt, uns kennengelernt, uns schätzen gelernt und haben bis heute eine sehr, sehr intensive und sehr, sehr schöne Freundschaft. Und ihr habt zusammen einen Podcast. Und wir haben auch einen Podcast, Mad Dog und Wingman, ganz genau. Alle 14 Tage von Sky über das Tennisgeschehen und mehr. Ja, wann kommt die nächste Folge raus? Die nächste Folge kommt nächste Woche raus. Okay, gut. Ich höre sie mir an. Also ich bin seit Wimbledon Follower von euch, also wirklich immer kurzweilige Folgen. Schön. Und ja, so ehemaligen Tennisprofis, die auf so hohem Niveau gespielt haben und das dann natürlich jetzt auch alles die Tenniswelt beobachten und ja quasi ihre Meinung da abgeben. Das ist wirklich immer sehr kurzweilig. Und ihr habt auch immer oder sehr oft einen Gast dabei. Also ihr seid nicht immer zu zweit. Gäste, ja? Genau, jetzt kürzlich Eva Lys, jetzt in der aktuellen Folge noch, die ja bei den US Open war und die uns ein bisschen mitgenommen hat in ihre Reise, in ihre Welt des Tennis als junge, aufstrebende deutsche Spielerin. War ein tolles Gespräch. Haben wirklich viel, viel Freude gehabt und war wirklich klasse, ja. Ja, absolute Podcast-Empfehlung. Ja, einfach mal reinhören. Ich denke mal, gibt es auf allen Podcast-Portalen. Absolut. Gut. Zum Abschluss, Patrick, ziehen wir doch ein kleines Resümee deiner sportlichen Karriere. Du warst die Nummer 43 der Weltrangliste. Das war deine höchste Platzierung. Hast drei Turniere gewonnen im Doppel. Dreimal den Davis Cup gewonnen und den World Team Cup zweimal. Genau. Sind tolle Erfolge. Wenn du jetzt darauf zurückblickst, wie ist jetzt so deine Einstellung zu deiner Karriere? Sagst du, ja, ich habe das Maximum rausgeholt? Oder so mit heutiger Sicht würdest du sagen, wenn ich an der einen oder anderen Schraube noch gedreht hätte oder vielleicht die eine oder andere Erfahrung mehr gehabt hätte, wäre es noch mehr geworden? Das ist ja immer so, ne? Wenn man älter wird, ist man im Bestfall ein bisschen schlauer als vorher. Aber man kann die Uhr ja nicht zurückdrehen. So, ja. Insofern, ich bin mit meiner Karriere absolut fein, absolut happy. Und ich habe da immer schon in der Mannschaft am besten gespielt, habe auch meine größten Erfolge alle der Mannschaft gefeiert und bin auch heute jemand, der am liebsten auch im Team arbeitet, mit begeisterungsfähigen Menschen wirklich was versucht zu bewegen. So zum Beispiel auch bei Sky haben wir ein tolles Team immer bei allen Turnieren, die wir machen. Und es macht mir besonders viel Freude, auch Orga-Team, BMW Open ist überragend. Also es macht mir wahnsinnig Spaß, im Team zusammen was auf die Beine zu stellen. Das hat mit Tennis damals angefangen und ist heute noch so. Und ich schaue eher mit einem Lächeln zurück als mit einem weinenden Auge. Ich hatte eine tolle Zeit und die Davis Cups von damals und die Turniere von damals, das war schon gut. Das hat sich auch alles sehr toll angehört und ich bedanke mich wirklich herzlich bei dir für deine Zeit heute, für die tollen Geschichten und die Mitnahme in die gute alte Zeit und die Ausblicke und deine Expertenmeinung und wünsche dir persönlich alles, alles Gute und freue mich auf die ATP Finals, die werde ich dann mir wieder bei Sky anschauen, auf die nächste Folge eures Podcasts und dir persönlich alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit. Martin, ja? Vielen Dank, gebe ich dir zurück, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das war Vielen Dank. Ein bisschen ein anderer Podcast, auch für mich, aber ein tolles Gespräch, Kompliment, gut Dankeschön. Vorbereitet warst du, sehr gut vorbereitet, wünsche dir natürlich auch alles Gute, bleib gesund und vor allem fröhlich. Vielen Dank und wenn irgendwie nächstes Jahr in Wimbledon dich jemand irgendwie ruft, kann das sein, dass ich das bin ja, genau. Und ich spekuliere auf die zweite Karte. Genau, Nein, alles Gute. Wunderbar. Ich bin dir noch einen schönen Abend und alles Gute, Patrick. Dir auch. Alles Tschüss. Dann. Ciao. Ciao.